Was Konversation angeht, hat diese Insel nicht viel zu bieten. Es scheint, als hätte ich nichts anzubieten. Nehmen wir doch mal die drei direkt. Barath und ich haben nicht auf speaking terms für centuries. If you are truly hers, I have no more reason to befriend you than one of the Leviathans that roam Deadfire waters. Berat und ich reden schon seit Jahrhunderten nicht mehr miteinander. Wenn du tatsächlich von ihr gesandt bist, habe ich nicht mehr Grund, mich mit dir anzufreunden, wie mit einem der Leviathane, die die Meere des Todesfeuers durchstreifen. Es kann nicht einfach sein, auf einer Insel autark zu leben. Fair, Vulpinet. It is difficult to keep everyone in fighting trim. You have a solution to offer? Angemessen, Vulpinet. Es ist schwierig, alle in kampfbereiter Verfassung zu halten. Hast du meine Lösung ganz zu bieten? Ich werde mir was einfallen lassen. Versprechungen, Versprechungen. Ich habe genug von falschen Versprechungen. Mensago macht eine klitzekleine Bewegung, ein leichtes Winken mit der Hand und die Kugeln im Inneren der nageligen Plattform zischt und pfeift, als ob sie in Glut geworfen wäre. Schmerzerfülltes Heulen aus zahlreichen Kehlen kommt über die Südseite der Klippen herauf. Nach der Kugel greifen. Unerschrocken greifst du nach der leuchtenden Kugel. Bevor deine Finger sie berühren können, peitscht Mensago sein Zepter in Richtung deines Kopfes. Du wurdest hinreichend gewahrt und nun wirst du, keine andere Belohnung finden als die Feuer der Hölle. Kores, du Kürbiskopf, grüßt mir die Götter. Okay, wieder Vampire und alles Mögliche. Wir müssen uns wahrscheinlich beeilen, bevor irgendeine Hauptstreitmacht da die Treppen hoch prasst. So wie die da hinter mir. Alof, tu mal was gegen die hinter uns. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall anders aufstellen. Dass die Dagos in Idea reinrennen, weil Idea kann das ziemlich gut wahrscheinlich wegstecken. Und dann haben wir ja auch die Möglichkeit, die anderen Gesprächsoptionen noch abzuwägen. Ja. Bist du Mensago? How have you found Splintered Reef? It must make a curious scene to an outsider. A flock of gruesome puppets whiling away their lives in leisure. Ich selbst, wie hast du das Splintered Reef gefunden? Es muss für einen Außenstehenden bizarr anmuten. Eine Horde schaulicher Puppen, die hier ihre Leben verbummeln. Decades of work undone by a Nazenal. Ja, das kennen wir schon. Ja, kennen wir auch. Du bist für den Zauber verantwortlich. Ja, ja. You may have cost me valuable allies, but we have all of us been here a long time. Nehmen wir das. Ich würde ihm lieber in die Fresse schlagen, aber ich vertraue dir in diese Angelegenheit. Meier legt den Kopf schief und lauscht, okay? Aber ich will hören, was du zu sagen hast. Was Konversation anbietet, hat die Sinsen nicht viel zu bieten. But if I thought you would content yourself to while out your years in a little cage, I would have proposed it from the beginning. Sienta, wenn ich denken würde, dass du bereit wärst, den Rest des Lebens in einem kleinen Käfig zu fristen, dann hätte ich das von Anfang an vorgeschlagen. In truth, I do not take well to disagreement.
Huck, I know. It must come as a great surprise from a man who has placed all his subjects under a mind-altering enchantment. Um ehrlich zu sein, vertrage ich Widerspruch nicht so gut. Huck, ich weiß, das hättest du nie erwartet von jemandem, der all seine Untertanen mit einem Zauber belegt hat, der ihr Bewusstsein betäubt. Herold von Berat. Ja. Wahrscheinlich hätte ich nichts. Nun, das stimmt nicht ganz, also wenn ich sage, ich habe nichts anzubieten. Mit dem Sage macht eine kleine blitzschnelle Bewegung, bla bla bla. Was hast du so noch dabei? Nichts Besonderes. Mist, Konzentration gebrochen, das ist nicht gut. Okay. Das haben wir benutzt, dann benutzt auch mal das. Du rufst deinen... welcher Zauber war das nochmal? Der da müsste das sein. Nein. Geringer Avatar? Ach, hier ist er. Gut, Alof, dann versuch du es nochmal. Okay, diesmal hat's geklappt. Alof, ruf ein Phantom von dir. Edea, hau mal ordentlich auf den ein. Wurzeln wir ihn mal. Schild des Gläubigen. Okay, Schild ist aktiv. Gut. That order is too tall. Hey, watch it with that. So mischen sich die Ghule nicht mal ein, wenn wir da stehen. Das ist gut. Das war sogar sehr gut. Ein Zepter und ein Zauberbuch und eine hervorragende Pistole und Spinnenseidenrobe. Nee, Alof hat eine Rüstung, aber Xoti könnte diese Rüstung tragen. Ganz ehrlich. Sie ist schon legendär, okay. Blutriefende Zähne. Bissangriffe verursachen Spinnenblut. Immunität zu Giftangriffen ist auch gut. Giftkraftstufen. Fesselndes Netz. Spinne ein belastbares häufiges Netz im Wirkungsbereich. What can I do you for? Wirklich sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. I hear you. So, jetzt müssen wir uns noch um die kümmern, aber... Oh, nicht so die umboxen. So, Xoti, du haltst dich da mal raus. Nimmst nur einen Einzelnen und nicht die ganze Gruppe.
Und ich glaube, Alof sollte auch nicht im Schussfeld stehen, habe ich so fast das Gefühl. So, das ist nur Gefäßfleisch und so. So, ich habe im Moment Sargos Vorherrschaft über die bemitleidenswerten Seen des zersplitterten Riffs ein Ende bereitet. Ich sollte wieder zu Kupferkopf gehen und ihn auf den neuesten Stand bringen. Mensago hat eine magische Kugel verwendet, um den Bewohnern des zersplitterten Riffs seinen Willen aufzuzwingen. Jetzt, wo er weg ist, muss ich mich entscheiden, was damit geschehen soll. Of course. Eine Kugel schwebt vor dir. Sie wippt unter der Kraft ihrer eigenen Zauberkraft. Ihre rubinrote Oberfläche wird aus dem Inneren heraus von einer starken Arkan-Aura anleuchtet und ist so glatt und glänzend wie Glas. Du kannst förmlich spüren, wie die Energie gegen den Rand der Kugel drückt. Wenn du die Kugel zerschmetterst, würde die Energie freigesetzt, bist du noch nicht sicher, was das für Folgen hätte. Machen wir es einfach mal. Du schlägst auf das Glas. Auf der Oberfläche bilden sich Risse, die sich mit einem Knistern misslang ausbreiten. Auf einmal zerspringt die Kugel und die Energie, die sie enthält, bricht mit einem grellen Hichtblitz nach draußen. Es können wieder alle ganz normale hungrige Monster sein, sagt ihr der. So, mal gucken, ob Kupferkopf uns noch gerne hat. Oder ob er jetzt am Durchdrehen ist. Du hast es geschafft. Schau, sein Helm, der in der einen Hand kauft sich Kupferkopf, mit der anderen gegen seine Schläfe. I heard some strange noises. Took some time to work up the nerve, but I took the helmet off and I've kept my wits. Ich habe da so seltsame Geräusche gehört, hat einige Zeit gebraucht, bis ich den Mut zusammengenommen habe, hatte, aber ich habe den Helm abgenommen und trotzdem meinen Grips behalten. Ja, ich habe Mensago getötet und die Kugel zerschmettert, sein Zauber ist gebrochen. You can't know what this means. I had a long time to get my head right, figure out what I was, make peace with that. Maybe it'd be different if everyone else had the same chance. Du weißt gar nicht, was das bedeutet. Ich hatte viel Zeit, um meine Birne in Ordnung zu bringen. Herauszubekommen, was ich bin und damit ins Reine zu kommen. Vielleicht wäre es anders, wenn auch alle anderen die gleiche Möglichkeit hätten. Ich bin nicht sicher, was ich jetzt machen werde. Immerhin weiß ich sicher, dass ich nicht irre bin. Er sieht auf den Helm hinab. Ich brauche dieses Ding nicht mehr. Vielleicht wird es etwas Nutzen für dich. Hier, ich brauche dieses Ding nicht mehr. Vielleicht kannst du ihn gebrauchen. Ich nehme den Helm. Ich möchte aber auch gern ihn haben irgendwie. Den Helm nehmen. Ich könnte jemanden wie dich in meiner Mannschaft brauchen. You mean it? Because I don't know if you thought this through. Hard tech won't do the trick with things like me. Du meinst das ernst? Ich weiß nämlich nicht, ob du das auch zu Ende gedacht hast. Schiffsseeback reicht so Dingern wie mir nämlich nicht. Kupferkopfs Helm. Hat Zauberzerschlagung, okay. Es gibt neben Leuten noch andere Essenzquellen. Wir werden schon eine Lösung finden. Du kannst so viele Leute essen, wie du willst. Komm schon. Nur wenn du bereit bist, meinen Befehlen zu folgen. Wer es mir recht überlege, vergiss es. Wir machen das schon. Hast du jemals von Adra-Handel gehört, Kupferkopf? Kupferkopf schüttelt den Kopf. Ein kleines Lächeln erscheint auf Kupferkopfs Gesicht, als er deinen Worten lauscht, weiten sich mit seinem breiten Grinsen. A real ship. Thank you, Captain. A more loyal sailor you'll never find. Die See, ein echtes Schiff. Ich danke dir, Captain. Du wirst keinen teureren Seemann finden. Kupferkopf rennt praktisch zur Tür und gackert vor Aufregung. Na dann renn mal, Kupferkopf. Er ist Navigator und Matrose. Gut. Damit können wir das Schiff verlassen. Wir könnten hier noch Vorräte kaufen. Gulhautsegel. Nein, danke.
So, wir haben das zersplitterte Riff erfolgreich abgeschlossen. Yay. Lesen wir noch den Questlog und dann gibt's einen Cut. Ich werde mein Schiff nicht bewegen, weil ich will kein Event triggern. Abgeschlossen. Geisterparadies. Ich habe die Kugel an der Spitze der Krypta im zersplitterten Riff zerstört und damit die Bewohner ihrer kollektiven Illusion beraubt. Ohne die Magie der Kugel hat Mensago keine Chance, seine Armee auszuheben. Ja. Gut, und an dieser Stelle speichern wir. Das ist jetzt dann LP60 schon. Hm? Wir sind schon recht lange im Spiel, aber wir kommen auch langsam zu Ende. Aber jetzt gibt es erstmal einen Cut. Also, bis gleich.